Hallo zusammen und willkommen beim PC Building Simulator, die IT-Version. Wir haben hier noch zwei Aufträge. Einmal die L. Brawley, Teamleiterin, zeremonielle Magie und UX-Design. Ich brauche eine mächtigere Hauptplatine. Wow, was für eine Ausdrucksweise, um das große kommende Ereignis vorzubereiten. Man sagt mir, dass die MEG X570 von MSI, die Göttliche genannt wird. Klingt irgendwie passend, oder? Hier arbeiten nur Geistesgestörte. Das ist normale Priorität, weil das haben wir bis 18. Das sind noch 6 Tage. Ja. Schön. Und Matt Wilkham. Jemand hat meinen Computer stibitzt, während ich bei Aratech Nordwest war. Frechheit. Und jetzt sitze ich so an einer Schrottkiste. Alles braucht eine halbe Ewigkeit, um aufzugehen, und das Internet hat Schluck auf. Die Ladezeiten müssen anscheinend mit einem Tool namens Byteback optimiert werden. Was genau weiß der Geier, und Blinkt ist eine gute App, um die Netzwerkkonfiguration zu überprüfen. Außerdem hat irgendwer Heart of Stone installiert. Ist das ein Videospiel? Das brauche ich nicht. Gut, Ira. Das hat keine Zeit. Priorität, deswegen machen wir das erstmal auf niedrig, obwohl wir es wahrscheinlich auch gleich machen. So. Ach, den hat, das ist gar kein Außeneinsatz, der steht ja auch hier. Hoch. So, dann muss der USB. Wow. Mit Tür. Das ist purer Luxus, Mensch, Junge. Ja, ein geiler Tower. So, und hier sollten wir ein Board bestellen. Dann gucken wir mal, wie das nochmal heißt. Mac X570. Mac X570. Wow, da gibt es aber ein paar von. Aber alle für einen AM4-Sockel. Worin unterscheiden die sich sonst? Wahrscheinlich nur von den Anschlüssen und dergleichen, ne? Ne, SATX. Und EATX. Was ist hier verbaut? B450. Was ist das für ein Board? MSI 450 Mortar Max Micro ATX. Chipsatz. Das muss ich mir doch wieder abfotografieren hier. Das kann ich mir doch alles nicht merken, Leute. So. Und die wollte jetzt Mac X570. Nein. Mac X 570. So. Wir brauchen 450er Chipsatz. Das ist hier ja nicht da. Das ist ja, glaube ich, relevant. Das ist wahrscheinlich nur beim
Aufbauen, richtig. Micro ATX. Was ist SATX dann? Was will die Frau denn oder was bringt denn der Auftrag? 1000 Dollar. Sie will wahrscheinlich das Godlike haben, wenn etwas Großes auf sie zukommt. Komm, ich bestell das. In der Hoffnung, dass es das Richtige ist. So, gut. Das müssen wir bestellen. Und hier müssen wir jetzt erstmal Hearthstone deinstallieren. Heart of Stone. Nein. Und der Gute wollte Fight Back und blinkt. Fight Back. Blinkt. Nein. Und weit weg. Und jetzt neu starten. So, das war für die Netzwerkverbindung. Erst machen wir weit weg. Ach, wenn das so schnell gehen würde. So, das dauert länger. Das wissen wir ja schon. Ja, sonst haben wir hier nichts. Der Drucker funktioniert auch noch. Dann können wir tatsächlich bestellen gehen. Ist das nur dieses Teil. Das hat er schon wieder verstellt. Macht er das nach jedem neuen Tag oder was? Lieferung am nächsten Tag. So. Der ist dann soweit fertig, ne? Ja. Normalerweise hätte ich die Programme auch deinstallieren müssen, ne? Er ist ja so ein bisschen computeraffin. So. Das kann dann weg. Du bist ein Naturtalent. Ich habe heute ein paar Meetings, aber ich kümmere mich um deine Dokumente zur Einarbeitung, sollte ich wieder am Schreibtisch sitze. Ja, ja. So, das haben wir erledigt. Das ist bestellt. Und hier im Tablet, hier ist noch irgendeine E-Mail. So, hier sind noch alte Sachen. Das können wir erstmal rauslöschen. Das ist noch. Das kann weg. Ach so, das war hier das Geschenk. In der letzten Folge. Du bist bestimmt total enttäuscht, dass unsere Einarbeitungstermine ständig verschoben werden. Es ist echt traurig, dass du auf so tolle Events wie Eignungsprüfung, Brandschutzeinweisung so lange warten musst. Falls es übrigens brennt, dann schreib schnell eine E-Mail an die Personalabteilung, damit die dich rauslassen können. Diese automatischen Brandschutztüren sind echt massiv und ohne Dienstausweis geht da gar nichts.
Wie dem auch sei, als Entschuldigung für die Verzögerung, als besonders Dankeschön, dass du extra gekommen bist, um mir zu helfen, habe ich ein kleines Geschenk bestellt. Müsste heute noch kommen, also halt Ausschau nach einem Päckchen von Dekor. Sehr gut. So, und hier haben wir noch Natalia Graves. Was hatte die? Hat mir vorhin unser aktuelles Feedback angesehen und wie es aussieht, hat jemand ein Geschenk geschickt. Ist hoffentlich nichts Freakiges, oder? Einer der Vorstandsknilche hat mir mal ein oben ohne Foto geschickt. Meinte, das wäre Kunst. Er hat sich schnell anders überlegt, als ich es eingerahmt und bei den Duschen im 12. Stock aufgehängt habe. Wie dem auch sei, ich gehe mal davon aus, dein Geschenk ist nicht so creepy und du fragst dich, was du damit machen sollst. Die Aerotech-Unternehmensrichtlinie dazu lautet, sämtliche Einrichtungsgegenstände und Dekorationen am Arbeitsplatz müssen vorab genehmigt werden, aber ich habe das immer eher als Empfehlung aufgefasst. Du kannst jederzeit Sachen hinzufügen, entfernen oder verändern, es ist immerhin deine Werkstatt. Ich habe gehört, dass Dekor bald eine Liefer-App starten wird, wie auch immer. Wenn die online geht, kannst du dir coolen Kram direkt an deine Werkstatt liefern lassen, also verwirkliche dich oder lass es, bin ja nicht deine Mama. Ach, das war die Natalia aus der Nachtschicht. Gut. Ja. So war fertig für heute. Tag beenden. So. Als erstes machen wir natürlich Aufgaben von gestern. Weil hier müssen wir eben ein bisschen abfuckeln. Das heißt, alles raus, Kabel ab, Kabel ab. Da sind noch Kabel, hier hinten sind noch Kabel. Speicher raus. Das raus. Das ist das Beste, echt. So, Hauptplatine. Das ist die benutzte und das ist die, jetzt bin ich mal gespannt, ob die passt. Ja, das sieht schon mal gut aus. Hatte echt schon Sorgen. So. Dann machen wir den Prozessor zuerst. Prozessor habe ich gesagt. Ist er. Zumachen. Hier war nur ein Riegel drin, ne? Ja. Aber es ist fast normales, Mensch. So, Wärmeleitpaste. Kühlung. Ist das hier Laufwerksschacht öffnen? Was ist denn das? Wir haben so ein Board ja natürlich auch noch nie gesehen, ne? Kommen da Platten dran? Aber das möchte ich ja. Ne, da hier. Okay, so. Speicher, Grafikkarte, das andere haben wir alles nicht. Ne, dann müssen wir jetzt die Kabel hier dran knallen. Alles wieder anschließen. Hier sind mehr Kabel, sind das nicht. Also die Grafikkarte. Ja, klar ist das die Grafikkarte, aber wird hier da reingesteckt. Aber was ist das? So. Wie will der denn hier die? Hä? Moment. Das ist doch die richtige Grafikkarte. Warum? Ach, da hinten geht die auch. Könnte man auch da vorne einbauen, aber dann hat die doch gar keine Verbindung. So, die Kabel sind auch alle angeschlossen.
So, dann starten wir mal das gute Ding. Jetzt will ich aber mal wissen, hat die noch was? Nee. War es schon, oder was? Jo. Aus. So. Ticketing. Alles ist, wie es sein soll. Gepriesen sei Garan. Yep. Du mich auch. So, jetzt haben wir als erstes den Ken Darling. Sprachenexperte, linguistische Analyse. Ein Feuer scheint mein Prozessorlüfter beschädigt zu haben. Bitte ersetze ihn schnellstens. Tragischer Nebeneffekt, nun wird alles von einer dünnen Ascheschicht bedeckt. Okay. 5 Tage, mittlere Priorität. Hiram Young, Technical Artist, Grafikdesign. Hey, ich bin noch nicht lange hier, aber man hat mir gerade diese irre Design Projekt mit einer ebenso irren Deadline zugewiesen. Ich habe nicht genug Zeit, dir meinen PC zu schicken. Kannst du stattdessen in mein Büro kommen? Du musst mir Magshot und Flipside installieren. Oh, und auch PDF-Software. Die Spezifikationen sind mir egal. Es muss nur alles laufen. Bitte, du musst mir helfen. Ich würde ja kündigen, um einen weniger stressigen Job suchen, aber Iratech zahlt gut. Und ich habe ein Kind zu versorgen. Dabei fällt mir ein, ich habe neulich ein Bild von meiner Tochter auf dem Firmenserver geladen, damit ich es als Desktop-Hintergrund benutzen kann. Wenn du eine Sekunde Zeit übrig hast, könntest du sie als Hintergrundbild einrichten. Süßes Kind, großes Lächeln. Sie ist der Grund, warum ich noch hier bin. Ja, schön. Das ist ein Außeneinsatz, der in 4 Tagen abgeschlossen werden soll. Also würde ich den schon als hochklassifizieren und Ira ist da. Mein Computer wurde erst heiß, wenn er eingeschaltet war und jetzt startet er gar nicht mehr. Nein, das ist kein gutes Zeichen. Haben Sie irgendeine Ahnung, was damit los ist? Wenn Sie ihn wieder repariert haben, lassen Sie doch Clean It laufen. Wir zahlen für die Pro-Lizenz dafür, also sollten wir es auch nutzen, wo es geht. Jo. CC, du willst wahrscheinlich auch schnell haben. Jawohl, hoch. Gut. Sehr, sehr schön. Dann kümmern wir uns als erstes um Iras Rechner und gucken, was er da wieder mit angestellt hat. Er ist ja hier Dauerkunde, der PC von ihm. Ja, auf den ersten Blick sieht das mal schon mal gut aus. Immer mal Strom drauf, mal gucken, was er sagt. Alles klar, dann hat er wohl den Prozessor geschmolzen. Ryzen 7, 8 Kern. Ist das alles? Nur der Prozessor? Das kann ich ja gar nicht glauben bei ihm. Nicht laufen. Ja, aber wir brauchen also einen neuen Prozessor. Ryzen 7 3700X. Hallo? Shop. Home und zur Kasse. Oh. 3700X. Da ist das gute Stück. In den Warenkorb. Mehr können wir an dem Rechner erstmal nicht machen. Und hier sollen wir uns einmal um die Reinigung kümmern. Diesem Fall kein Staub, sondern Asche.
von dem abgebrannten Lüfter, denke ich mal. Ist das Board so? Das Board ist wahrscheinlich. Nee, das hat diesen Flair. Wie heißt das? Die Tarnfarbe da. Urban. So, gut. Dann hat er gesagt. Nur der Prozessorlüfter? Man weiß es nicht. Be quiet. Da gucken wir mal rein. Das Ding kann schon mal weg. Und das hier ist Be quiet Pure Rock Slim. Pure Rock Slim. Das Ding in den Warenkorb. Ja, das können wir dann am nächsten Tag bestellen. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge zum Außeneinsatz. Und dann können wir bestellen, falls wir da auch noch irgendwas machen müssen. Ja. Und dann schreitet es langsam voran. Leute, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.